Moment. Das sind beide gute. Ja, kann man ja kommentieren, was? Du sagst beide. Oh, 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 was? Oh, das hätte er nicht gegen mich machen können, ja? Stell dir mal vor, du hättest gegen Parsec gewonnen. Hm, oh. Danke, hab ich schon. Ich war so, ne? Dein Körper war am Shaken? Nee, so nervös war ich gar nicht. Ich hab einfach nicht. Ich hab ein bisschen putet. So. Das mach ich aber immer. Einfach so gespielt wie gegen jeden Unranked Fox und dann geht das schon. Dein Körper am Shaken, was möchtest du haben? Ein Set? Mann. Da geht die Peach hin. Puff ist zu langsam, um gegen Peach anzukommen. Du musst so geduldig spielen und nur mit dieser Back erraten, aber es ist mir halt zu blöd. Halt Tumbleboxer halt. Oh. Hab ich ja auch im ersten Game so gemacht. Gerade so, aber das ist halt wirklich Konzentration, so ist das halt. Ja, ist schlimmer als das Puff, oder? Ja. 4 Jiggle Puff. Da kann man noch ein bisschen kreativ werden. Weil Puff hat dann nicht so viele Tools, womit sie einen Puff finden kann, wie Peach. Peach haut Sachen raus. Ja, vor allem wenn er halt, wenn man halt noch Turnips oder so. Ja eben, dann muss man halt Turnips, dann muss man die ganze Zeit durchnavigieren. Gut. Aber er hat auch ein bisschen Glück gehabt heute. Ja. Dennis mit dem. Ja. Ja, so viele wie er zieht, musst du sagen. Ja, macht jemand das Stream groß, oder? Das Spiel? Hm? Das sieht der Stream jetzt gerade, ne? Das sieht der Stream. Ja. Weil das andere war. Willst du nicht das Set groß machen? Nee, das hat einen Bug irgendwie. Ab und zu mal. Oh, was? Das hat ab und zu mal einen Bug, den musst du mal gucken. Ob ich da was. Genau, okay. Ah! Junge, was ist das für ein. Spaghetti-Verein hier. Was geht, Schima? Was geht? Schima. Na. Jawohl. Downthrow nie gegen Floaties. Hat er heute gut geübt. Gegen mich. In Friendlies. Mann, das habe ich konnte schon wieder nicht im Tournament gesehen. Ich sehe den nie im Tournament. Doch in einem Turnier. In unserer kurzen Pause von der Pause. Und oh, nein, das ob. War knapp. Er macht wirklich. Ja, ab und zu ist manchmal der Bug. Ist doch Tournament. Es ist Losers Final, wie du oben siehst. Das ist Game 2. Im Winners Final wartet Parsec. Dumme. Auf die Gewinner der beiden hier. Kaka gegen 1-0-4. Team Kaka, let's go. Oh, Ledge Stall, verkackt. Das war auch komisch. Was macht er das? Oh, nice, der Grab. Oh, ja. Schön. Kriegt er den Edge Guard? Nee, er ist zu langsam. Oh, nie? Oh, der Nipple Spike! Da ist der Nipple Spike. Wo kommst du jetzt von? Nee, die ist nach Hause gegangen. Schade. Die hat den Nipple Spike sehr gefeiert. Ja. Außer krass. Weißt du, wer macht denn mit Absicht Nipple Spike, wenn er einfach nie machen kann? Gab er? Oh. Peach kann hier so gar nicht kommen ohne auf dieser Stage. Das ist schon bitter mit anzusehen. Oh, oh. Captain Falcon on the other hand. Chris Float ist zum Frühstück. Nice. Oh. Die Downer hätte sogar treffen können, glaube ich. Aber ganz schön hoch. Oh, da war das Knie. Ventilator. Oh, die jawohl. Kniescheibe. Oh. Oh.
Die Gallop attacken sich hier hin und her. Wie wahre Profis. Und wann fährst du noch am Freitag? Freitag. Freitag. Ja, Freitag. Ja, ich auch. Oh. Das Knie hat noch connected. Der NRW-Mann holt Game 2. Game 2. Kann Dennis sich mit dem weißen Pizza Game 3 beweisen? Das macht er, wenn er einen Power-Up braucht. Also wenn der Gegner zwei Games hat, glaube ich, macht er das immer. Hessen activated. Oh. Ist das denn Käse oder Käse? Oder? Wer, wie ist der? Peach, hä? Was? Peachman aus Hessen. Peachman aus Hessen. Ist das? Ja. Also das ist Passo. Wie der meint. Ja, ja, das weiß ich. Oh. Da hat er aber Glück gehabt, dass er, dass er den Stomp in der Phase getroffen hat. Von Peaches Failed Tech Animation, wo sie grounded war und nicht wo sie in der Luft war. Da hatte, ich glaube, Hex war das, ne? Ein Video dazu gemacht. Okay. Dass man teilweise in dieser Animation als grounded gilt und teilweise in der Luft. Was? Melee ist mal verwirrt. Melee ist richtig weird, ja. Die haben so viel unnötige Scheiße in dieses Spiel eingebaut, was es so deep und geil macht. Aber wie haben die das geschafft in 13 Monaten? Kinso mit dem. Ich glaube, Dennis Coaching sogar öfter, weil. Das kann sein, ja. Gerade gegen Konsti ist er wichtig, gut zu werden. Als Berliner. Ich weiß nicht, ob er das mit Chat. Das Knie hat er nicht kommen sehen. In die Fassung. Sorry, was? Ich glaube nicht, ob Dennis mit Chat liest. Manche machen das ja, manche nicht. Dann sage ich im Commentary: Punish doch die Downbeat, Dennis. Oh! Ja, da kommt er nicht zurück. Das kann er vergessen. Two stocks apiece. Basically 0-0. Oh. Das war ein mutiges Knie, das hat Dennis kommen sehen und jetzt wird er bestraft. Jawohl, wir coachen jetzt alle Dennis. Nimm doch einfach besser. Gute Idee eigentlich. Ja. Einfach gewinnen. Hätte ich mal gemacht sollen. Das Runde muss einfach ins Eck gehen. Wo war der Tipp im Game? Das Runde muss ins Eck gehen. Der Mensch muss raus aus dem Eck. Eckige Augen kriegt man hier. Einzige eckige. Das wahre Eckige ist die Box. Oh. Oh. Oh, oh, was passiert hier? Oh, oh, what the fuck? Das hat das wirklich geklappt? Oh. Und die Abwehr ist zu langsam. Oh, der dodgt da irgendwie durch. Und die Abwehr geschildert. Ich versuche gar nicht zurückzukommen. Und Dennis führt. Die Back Air. Oh, er rennt einfach rein. Er wollte nicht hier rollen, wie die letzten beiden Male wahrscheinlich. Der Down Smash ist schon dämlich. Oh, what the fuck? Da kommt man hinterher. Krass. Ah! Geht im Sommer, du hast mal Pizza. Ja, dann ist auf jeden Fall Chat lesen, wenn du das rewatchst. Das ist eine gute, wichtige Notes drin. Das ist das. Oh. Nicht. Alter. Kommt er in die Stage zurück? Oh, er fliegt einfach weiter und konzipiert direkt die Turnier gewinnen. Oh mein Gott. Oh, ist das knapp. Oh, Konsti wird links und rechts hinterhergeworfen und da ist die Neutral Air. Da kommt er nicht dran vorbei. Dennis hat sein Game geholt. Auf seinen Counterpick. Jetzt muss er nur auf Konstis ersten Counterpick zweimal gewinnen. Easy. Okay.
Zenny P6 auch in den Chat. Let's go. Raisin, Raisin. So, ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Tag ausspricht. Oh. 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 DDI hat ihn gefressen. Hätte er überleben können, wenn er komplett hoch gemacht hätte. Es ist so schwer, weißt du, so eine floatende Peach macht einem so Angst. Puff kann von unten nicht ran, weil diese Down ja einfach insane ist. Und Peach ihre Beine so anzieht. Guck dir das an. Die V, der hat in so einer Neutral Air, sie ist so ein schnelles Tool und trifft auch oben sehr gut. Das von da kommt man auch schlecht ran. Kann man mit Stomp ein bisschen strainen. Scary. Oh, aber dann von nie? Ich glaube, du kannst jetzt ein neues Blessing gefunden. Nice, nice. Ja, Dennis macht ja immer. Nee, Konzi macht ja immer gerne Abwehrfahrerin. Ja, jetzt hat er dann von mir mit. Also, ich weiß nicht, ob Fisch das vorher gemacht hat. Aber Dennis liegt ganz schön. Kriegt ganz schön was Neues gerade. Konzi ist. Gibt ihm keinen Grund. No ground, man. Oh. Oh. Dann ich doch die dann wie Dennis, als Note für später. Beide jammen sich ein paar Mal. Oh, das war gut. Kannst du ja manchmal so komisches Movement drauf. Oh, oh, oh. Geh von der Ledge weg, Dennis. Sonst holt sich Konzi wird. Oh! Der kommt so hoch. Ja, über die Turnip. Ja, die Ledge. Oh, die Dutschel. Und die Grab. Oh mein Gott, oh. Konzi, du bist sick. Und die Waschmaschine. Oh, Finisher wäre das ein Clip gewesen, Alter. Und dann kommt einfach nur die Waschmaschine. Das ist ein Clip gewesen. Die Waschmaschine. 300 im Regen die Minute. Oh, jawoll. GG.